Bis zu welchem Grad darf eine Puppe aussehen, mit der ein Kind spielen darf? Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass die Puppen damals, die Stoffpuppen, nicht wie die heutigen Barbie-Puppen sind. Die heutigen Barbie-Puppen sind so schön, dass man sie heiraten möchte, richtig? Ja, und deswegen, sie sollten nicht zu sehr dem Menschen ähnlich sehen. So sagte Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, dass man das unterlassen soll, wenn eine Puppe zu reell aussieht. Wallahu ta'ala ala walam. Ansonsten gibt es die Stoffpuppen. Na, tafaddal.